Ich wurde neulich mal gefragt, ob ich den Cupra Formentor noch empfehlen kann, weil ich anfangs so begeistert davon war. Und ich möchte dir heute drei Gründe nennen, warum ich mir dieses Auto nie wieder kaufen würde. Ein Riesenthema beim Cupra Formentor, das ist die Elektronik, also das Infotainment-System, die Fahrsicherheitssysteme und so weiter. Auch nach zahlreichen Updates, ich glaube, ich war irgendwie 5, 6 Mal in der Werkstatt allein wegen den Updates, funktioniert noch nicht alles. Also ab und zu die Rückfahrkamera, die geht, wenn sie mal Lust hat, dann Ausstiegswarnung. Also hier bimmelt alles so. Du denkst eigentlich so die ganze Zeit, das ist irgendwie Weihnachten, weil an jeder Ecke irgendwas klingelt. Zahlreiche Rückrufaktionen gab es ja auch schon, zum Beispiel Motorraumabdeckung und so weiter. Das ist alles kein Thema, weil am Anfang, als ich den Wagen geholt habe, war mir klar, natürlich gibt es da Dinge, die nicht so funktionieren. Aber auch das ja, nervt dann auf Dauer. Jetzt haben wir 2 Jahre um oder 2,5 Jahre schon, seit ich den Wagen habe. Es war eines der ersten ausgelieferten Fahrzeuge und nach wie vor hat Cupra das Thema Elektronik oder Infotainment-System nicht hinbekommen. Ja, und wenn man dann das Entertainment-Paket eine Weile nutzt, so mehrere Stunden am Stück, dann ist die Darstellung nur noch so. Wenn man dann hin und her schalten möchte, zum Beispiel auf Telefonieren, den grünen Knopf bitte einmal, dann dauert das Ewigkeiten und manchmal geht er dann halt gar nicht mehr, reagiert nicht mehr. Darstellungsfehler. Also ich kann jetzt hier nichts drücken. Ich komme auch hier nicht raus, ich komme vielleicht hier in die Einstellung, ja. Aber wenn ich mir hier neue Luft geben will oder sonst irgendwas drücken möchte, hier unten, alles nicht möglich. So, gerade Software-Update gemacht, Wagen angemacht. Zack, da gibt es ein neues Bild, das kannte ich auch noch nicht so. Wieder mal ein neues Thema. Also die Elektronik hier bei dem Wagen ist wirklich katastrophal. Und das ist so das erste Thema, weswegen ich sage, ja, da hat man jetzt 2,5 Jahre Zeit gehabt, das hätte man dann auch mal reparieren können oder mal eine Lösung finden dafür. Gleiches jetzt nur ein Nebensatz, Motorraumabdeckung, die wurde irgendwann mal aus Brandgefahr zurückgerufen. Es gibt aber bis jetzt noch keine neue. Ist jetzt nicht so tragisch, weil wie oft macht man die Haube auf, aber du hörst natürlich auch ein Stück weit den Motor mehr, also die Fahrgeräusche sind deutlich mehr. Es kommt mehr in die Fahrgastkabine rein, habe ich den Eindruck. Und ja, wenn du dann mal die Haube aufmachst, schön sieht es nicht aus. Alles verdreckt, alles verstaubt. Ja, und irgendwie ein Jahr später immer noch keine Lösung. Also von daher, auch das kann man besser machen. Also das Hauptproblem ist tatsächlich die Brembo-Bremsanlage. Denn die Brembo-Bremsanlage, die hat einen riesen Manko. Und zwar ist bei meinem Fahrzeug, das ist das Fahrzeug mit 310 PS, eines der ersten ausgelieferten, habe ich gerade schon gesagt, wenn man bremst, dann gehen die Bremsbeläge nach dem Bremsvorgang nicht wieder exakt zurück in die Ausgangsposition. Das heißt, sie schleifen ein ganz kleines bisschen an der Scheibe. Und wenn man mehrere hundert Kilometer fährt, dann wird natürlich dadurch die Hitze, die das Ganze erzeugt, immer mehr Anpressdruck erzeugt. Das heißt, irgendwann schleift sie so sehr, weil sie sich so weit ausdehnt durch die Hitze, dass ich rechts ranfahren muss und eine halbe Stunde oder Stunde Pause machen muss, weil ich sonst nicht weiterfahren kann. Also entweder sind die Geräusche dann extrem hoch, also das pfeift dann, fängt dann an so zu machen, das kann ich gar nicht nachmachen. Oder aber ist es so, dass wenn ich irgendwo rechts rausfahre an einer Rastanlage oder sonst was an der Autobahn, dass die Leute sich umdrehen, weil das Auto so sehr quietscht, dass sie denken, da kommt irgendeiner mit so einer Schrottkarre um die Ecke. Also in Deutschland wurde ich sogar von der Polizei angehalten, weil die dann geprüft haben, ob mein Auto in Ordnung ist. Und das bei so einem Auto, ich weiß nicht, das geht auch irgendwie besser. Das ist ja alles jetzt auch kein Beinbruch, sage ich mal, kann man über alles reden, kann passieren. Was aber jetzt der Punkt 3 ist, weswegen ich dir dieses Auto auf gar keinen Fall empfehle, ist folgender. Also bei Cupra ist das Thema bekannt und wir haben das 6 oder 7 Mal mindestens, ich glaube, das reicht gar nicht, bemängelt in der Werkstatt. Wir waren in Österreich in der Werkstatt, wir waren in Deutschland in der Werkstatt, wir waren mehrfach in Spanien in der Werkstatt, immer bei Cupra-Fachhändlern, ja, wo wir auch gesagt haben, was das Problem ist. Und von Cupras Seite aus wurde das auch bestätigt, dass diese Bremsanlage einen Defekt hat, dass das eben der Fall sein kann. Wenn ich bei 100 Kilometern beispielsweise auf dem Kreisverkehr von der Landstraße runterbremsen muss, dann macht das Ding Geräusche, das ist unfassbar laut.
und Lenkrad wackelt und was weiß ich was. Also wir haben es mehrfach gemeldet. Wir haben unzählige E-Mails hingeschrieben. Ich war im Kontakt mit denen. Ich habe mit denen telefoniert. Und. Das ganze Thema zieht sich jetzt seit aktueller Stand 2 Jahren hin. Ich habe nach einem halben Jahr, seit ich den Wagen hatte, habe ich das direkt gemeldet oder hatte das erste Mal den Eindruck, da stimmt was nicht. War dann das erste Mal nach einem halben Jahr in der Werkstatt damit und jetzt 2 Jahre später hat Cupra es immer noch nicht hinbekommen, diesen Schaden einmal zu beheben. Entweder sie sagen, weißt du was, komm, bei den neuen Modellen funktioniert die Brembo-Bremsanlage, was machen wir? Tauschen wir das Ding einfach aus. Geben dem Kunden eine neue Bremsanlage. Es kostet ein paar Euro, ja gut. Was aber jetzt passiert ist, man kümmert sich überhaupt nicht drum. Es ist denen völlig egal, ob das funktioniert bei mir oder nicht. Ich habe dadurch einen höheren Benzinverbrauch, weil dauernd die Bremse schleift. Ich habe dadurch Geräuschkulisse. Ich habe dadurch Sicherheitsbedenken, weil die Bremse irgendwann mal, wenn sie heiß ist, nicht funktioniert. Ich habe massive Einbußen beim Komfort und ich reg mich massiv drüber auf, dass mir keiner hilft bei Cupra. Und das ist der Nummer 1 Grund, warum ich dir dieses Fahrzeug Seat Cupra nicht empfehlen kann. Also ich würde nie wieder ein Auto von denen kaufen, nicht weil die Dinger nicht funktionieren, das kann immer passieren bei einem neuen Auto, aber wie man mit dem umgeht, wie man mit Kunden umgeht, die ein neues Auto auf die Straße bringen, die quasi Testfahrer sind, auch bezahlte Testfahrer, also die das selber zahlen und dann man nicht auf Feedback reagiert, so massiv, wie wir das denen geschildert haben und 0,0 Kulanz, 0,0 entgegenkommen und 0,0 Interesse daran besteht, einen Kunden glücklich zu machen. Das ist der Grund, warum ich dieser Karre hier ein absolutes Minus erteile. Wenn es dir gefallen hat, abonniere den Kanal oder schreib mir in die Kommentare, was deine Erfahrungen sind mit diesem Fahrzeug. Bis dann, alles Gute, ciao.